Hallo Nilo, heute die Auflösung der Zuschaueraufgabe. Es ging um Screenlets. Hier in der Version 0.1.6 hat ein Problemchen mit der Installation von weiteren Screenlets. Gut, wer das noch nicht gesehen hat und rätseln möchte, schaut sich das Video dazu an. Das hier ist die Auflösung. Es geht um Screenlets 0.1.6 und das hat mehrere Bugs. Erster Teil der Aufgabe war es, mal rauszufinden, welches Skript wird denn ausgeführt, wenn ich auf Installieren gehe, kann man leicht rausfinden über die Synaptic-Paketverwaltung. Rechtsklick auf das Screenlet-Paket und dort sucht ihr dann natürlich nach irgendwas, was nach Installieren klingt. Ja, nach Installieren. In dieser Liste sind alle Dateien, die im Paket Screenlets drin sind. Und irgendwo wird wohl vielleicht mal ein Install drin sein, ja, und der Pfad zur gesuchten Python-Datei war usershare pyshared screenlets install.py. So, hattet ihr die gefunden und ihr habt sie gefunden, dann hatte ich darauf hingewiesen, die Zeilen 77 bis 80 wäre mir aufgefallen und ihr solltet mal die exploiten, also einen Shell-Command injizieren. Wie könnte man das tun? Grundsätzliches Problem bei Shell Command Injection ist immer, wenn in einer Programmiersprache hier Python solche Befehle ausgeführt werden, wie zum Beispiel OS System. Alles, was hier nach in Klammern kommt, ist genauso, als hättet ihr ein Terminal gestartet und dort den entsprechenden Text, der da drin steht, eingegeben. Ja. Ein Angreifer möchte natürlich am liebsten in eurem Terminal was eingeben, kann aber nicht. Aber er hat Einfluss auf bestimmte Dinge. Ne? Gut, feste Dinge wie hier zum Beispiel tar und dann die Variable xfy, wie auch immer. Und dann kommt natürlich irgendwann mal der Dateiname in Anführungszeichen hier mit Character 34 geschrieben. Alles, was hier zwischen steht, darauf hat er Einfluss. Ja, und was danach kommt mit minus c und irgendein Temp-Pfad ist vollkommen uninteressant. Wichtig ist dabei, ne, er könnte also das quasi umbiegen, wenn er den Dateinamen so verändert, zum Beispiel durch Semikolons. Ja, Semikolons, xterm, ja, dass dieser Text, ne, der mit OS-System eingegeben wird, in zwei Befehle getrennt wird. Das Semikolon trennt den Teil von dem Teil. Gut, soweit so klar. Aber wie müsste das denn aussehen? Ich habe das hier mal vorbereitet. Wenn, na, das ist die Originalzeile, wenn der Attacker, ne, auf den Dateinamen Einfluss hat, das hat er hier, ne, hier wird einfach blind der Dateiname eingesetzt, dann sieht es in etwa so aus, was im Terminal ausgeführt würde. Und was der Dateiname heißt, darauf hat er Einfluss. Ne? Und wenn er seinen Dateinamen zum Beispiel so geschickt wählt, dann kann er dafür sorgen, dass durch dieses Semikolon ein zweiter Befehl daraus wird, anstelle von einem. Und dann wird aus diesem Text, zum Beispiel xterm, ein ausführbares Programm, das einfach so gestartet wird. Das könnte auch ein beliebiges Kommando sein. Hier muss man noch dazu beachten, dass der Dateiname in Hochkommata steht. Den muss man abbrechen. Deshalb beginnt mein bösartiger Dateiname mit einem Anführungszeichen. Gut, im Zusammenhang sah das dann so aus. Dass da hinten tar.gz dran steht, muss sein, denn es war ja so, dass diese Themen von Screenlets in einem bestimmten Archiv gepackt werden müssen. Das will Screenlet so, deshalb ist der Teil nicht beeinflussbar. Aber ihr seht, was jetzt passiert. Semikolon trennt Befehle. Ne? Jetzt ist plötzlich daraus ein mehr oder weniger sinnloser Befehl geworden. Der wird zwar ausgeführt, aber führt zu einer Fehlermeldung, spielt keine Rolle. Jetzt ist das hier der zweite Befehl, der raus geworden ist. Hier wird das Programm xterm ausgeführt.
und durch das Rautezeichen. Ne? Das Rautezeichen ist zum Auskommentieren normalerweise da, wird das hier hinten komplett ignoriert. Das heißt, man hat zwei Befehle plötzlich, der sinnlos ist, das interessiert dem Angreifer aber nicht. Der eigentliche Befehl, den er jetzt in dem Fall ausführen wollte, ist extern. Ne? In dem Fall für uns, ne, ist das extern, weil wir das dann besser sehen, ob das funktioniert hat. Und das probieren wir gerade mal. Ich habe nämlich schon in meinem Download-Ordner entsprechend zwei Dateien vorbereitet. Das wäre jetzt die bösartig vorbereitete Datei. Der Dateiname ist so, wie ich es gerade beschrieben habe. Ich zoome jetzt mal ein bisschen ran. So. Und zwar öffnet jetzt mit Installieren den im Download enthaltenen gepackten Archivfile, in dem der entsprechende Text steht, öffnen. Und schon startet sich das Programm extern als Beweis, dass es funktioniert hat, dass unsere Angriffsmethode funktioniert hat. Dass jetzt lauter Fehlermeldungen kommen, interessiert nicht mehr. Der Angreifer hätte hier sein Shell-Kommando bereits injiziert und das heißt deshalb Shell Command Injection. Gut, wie gesagt, extern ist vollkommen harmlos, ganz normales Programm. Der Angreifer würde hier andere Kommandos eingeben, nämlich so ziemlich alles, was man im Terminal eingeben kann. Nun, jetzt ist natürlich ein bisschen offensichtlich, dieser Dateiname ist ein bisschen schräg, ne? Den würde man vielleicht dann doch als kritisch ansehen und dann doch nicht runterladen oder nicht installieren wollen. Gut, besser wäre natürlich eine harmlose Datei. Ne? Ne? Geht auch. Und das ist der zweite Bug. Wir sehen im zweiten Teil, ne? Ich hatte ja auf die Zeilen hingewiesen, dass hier ein weiterer OS-Systembefehl steht. Da steht was von Move und Tempdir und bla bla bla. Worauf hat ein Angreifer hier Einfluss? Hier auf die Variable DD. Mit vor DD in OS Listdir, Tempdir wird was gemacht. Ja, oben beim Befehl drüber sollte ja eigentlich die Datei entpackt werden, ne? Dieses TAGZ-Archiv. Und hat das einen harmlosen Namen, dann passiert das ja auch. Nunmehr wird geschaut, alle darin enthaltenen Dateien, die jetzt temporär vorliegen, ob eine davon endet auf den Dateiendung Theme. Und wenn das so ist, dann kommt wieder so ein kritisches Shell-Kommando aus mehr oder weniger harmlosen Text und dann den Dateinamen oder Ordnernamen abzüglich der letzten 6 Zeichen. Ne? Hier in dem Fall .theme. Ja. Gut, also man muss nichts weiter tun, als ein ZIP-Archiv erstellen, darin einen Ordner oder eine Datei erstellen, die hinten dran .theme heißt, wird hier eiskalt hinten dran gekupfert, ohne die Dateiendung theme. Sieht dann so aus. Das ist die entsprechende Stelle im Quelltext. Wir packen in die gzip-Datei ein Ordner, zum Beispiel mit der Dateiendung theme. Und den nenne ich jetzt blöderweise so. Gut, ist ja zulässig. Alle Zeichen, die hier vorne stehen, sind zulässig. Hauptsache es heißt hinten dran .theme. So, und jetzt wird die letzten Zeichen, ne, werden entfernt, die letzten 6, das heißt das hier. Das heißt, hier entsteht also so ein Text, Move, Screen, Let's Install Temp nach da und hinten dran wird der Ordnername ohne .theme angehängt. Der Ordnername ohne .theme ist in dem Fall Semikolon Firefox und dann eine meiner Domainnamen, die auf einmal eine Google Drive zeigen. Gut, also wird insgesamt ausgeführt in der Shell, ne, mit OS-System folgender Befehl. Move, Temp, bla 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 und Temp und so weiter und dann ein Semikolon, das heißt für die Shell, das ist ein Befehl, wieder mal ein sinnloser Befehl, funktioniert aber und der zweite Teil, ein zweiter Befehl wird ausgeführt, nämlich der Firefox Webbrowser geht auf die Seite trr.li, ne, in Liechtenstein, nein, das ist meine Seite. So, funktioniert das, wie sieht das aus? Gut.
hier ist unser Download-Ordner, eine Datei mit harmlosen Dateinamen, die natürlich auch TAR-GZ heißen muss, sonst nimmt die Screenlets nicht an. Darin enthalten ein Ordner, ja, der heißt Semikolon Firefox Leerzeichen tr.li.theme. Der ist 0 Bytes groß, braucht ja keine Größe. Gut, was passiert, wenn wir diese harmlose Datei jetzt mit Screenlets installieren? Das ist gar kein Screenlet, das wissen wir. Harmlose Datei, die könnte auch einen verführerischen Namen haben, sexy screenlet.tar.gz, und schon klickt man darauf und sagt öffnen, ohne reinzugucken. Und was passiert? Jetzt startet sich mein Firefox Webbrowser und geht auf meine Google Drive, nämlich die auf tr.li liegt. Und nicht nur einmal schließe ich den Firefox, passiert das Ganze noch einmal und zeigt mir sogar spaßeshalber den Index von dem entsprechenden Temp-Dateien an. Sehr schön. Gut, wir können also jemand auf eine Webseite locken mit einem scheinbar harmlosen Theme. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Das war die Lösung und die habt ihr auch so ungefähr gefunden. So sieht's aus. Shell Command Injection. Unterm Strich, Programmierer sollten vermeiden, solche Befehle zu verwenden. Denn diese führen dazu, dass Texte so ausgeführt werden, als hätte man die selber ins Terminal eingetippt. Ist innerhalb des Textes eine Variable, auf die ein Angreifer Einfluss hätte, dann wird diese einfach hier in dem Fall blind eingefügt und ist der Dateiname so geschickt gewählt, dass das entsprechende Kommando dann ausgeführt wird und eine Schadfunktion ausführt, dann hat man ein Problem, dann hat man plötzlich zwei oder gar mehr Befehle aus einem gemacht und die werden, genauso als hätte man die selber ins Terminal eingetippt, ausgeführt. Gut, das gleiche gilt natürlich genauso für den anderen Bug. Auch wieder ein OS-Systembefehl, auf den der Angreifer Einfluss hat. Er braucht nur schauen, welche Variablen gibt es. Aha, ich brauche nichts weiter tun, als ein Ordner oder eine Datei mit dem Namen .theme in das TAR-GZ-Archiv zu packen. Ist der Dateiname so geschickt gewählt, dass er hinter im Zusammenhang ein separates Shell-Kommando ergibt. So wird aus dem ursprünglich nur einem Befehl plötzlich zwei und tut das, was der Angreifer will und nicht das, was der Programmierer sich mal gedacht hat. So viel zu Shell-Command-Injection. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.